Hallo, ei, wie wundervoll. Heute zeige auch ich euch dieses beliebte Stück aus der fabelhaften Welt der Amelie. Wie du gelesen hast, habe ich den Fokus auf kleine Hände gelegt, wobei sich doch erstmal die Frage stellt, was ist denn eine kleine Hand? Die meisten von euch, die dieses Video anschauen, werden vermutlich ungefähr so Hände haben wie ich. Oder sie haben noch eine ganz starke Verkrampfung an dieser Stelle, sodass der Abstand der Außenfinger noch nicht ausreicht, um die Oktave zu greifen. Zuerst einmal zeige ich dir, was die linke Hand macht und dann, was es bei einer kleinen Hand zu beachten gibt und eben auch Dinge, die du verbessern kannst. Sie spielt vier verschiedene Griffe. Diesen hier. Dann rutschen die Außenfinger. Dann rutscht der mittlere Finger. Und dann rutscht der zweite Finger. Das sind die Akkorde, die dann zerlegt werden. Das Schöne ist, wenn du das einmal kannst, das bleibt im ganzen Stück gleich. Also, was ist das erste Problem? Meine Hand ist zu klein, ich kann das nicht gleichzeitig spielen. Da sage ich erstmal, du musst das auch gar nicht gleichzeitig spielen im Stück. Was deine Hand braucht, ist die Oktave. Spiel sie doch einfach an der Außenseite der Taste und es ist auch okay, wenn du sie sozusagen nur an der Kante erwischt. Ich mache meinen Griff, der für mich wirklich sehr weit ist, obwohl ich keine große Hand habe übrigens. Auch das kann ich üben. Ich rutsche hier ganz nah, schau mal hier, ich bin hier wirklich, ich klebe an den Tasten, ganz nah hin und mein Handgelenk, da ist mir gar nicht wichtig, dass das oben ist. Die Größe der Hand hängt nicht nur von der Länge der Finger ab. Sondern eine Sache ist noch ganz wichtig. Ich nenne das gerne die Beweglichkeit des Daumens, weil es Sinn macht, zu üben, dass der Daumen möglichst weit wegkommt von der Hand. Probier das mal. Ich zeige das mal von oben. Das ist eine ganz ungewöhnliche Bewegung für unseren Daumen. Und je weiter der Daumen wegkommt, desto größer ist sozusagen die Außenweite meiner Hand. Und wenn der Daumen weit wegkommt, hat es noch einen anderen Vorteil. Nämlich, schau mal, zum dritten Finger hin, zum Mittelfinger, komme ich nun auch ganz schön weit. Manchmal sogar etwas weiter als bis zum kleinen Finger. Das erreiche ich nicht, wenn ich versuche, die Außenfinger zu strecken. Also, den Daumen wegtun. Das wird mit der Zeit mehr werden, weil es erstens total ungewohnt ist. Und weil zweitens unser Daumen ein sehr starker Muskel ist. Der Daumen hat im Alltag oft die Aufgabe zu greifen. Ja, er hat einen sehr starken Muskel. Das heißt, den Daumen loszulassen und frei zu bewegen oder fein zu bewegen, langsam zu bewegen, den Muskel hier etwas mehr in die Entspannung zu führen, das ist etwas, was unser Daumen beim Klavierspielen erstmal lernen darf. Oder habt ihr sowas schon mal im Alltag gemacht? Falls ja, gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe das noch nie gebraucht. Und das Zweite ist, warum die Hand da nicht hinkommt. Kennst du das, wenn du das erste Mal etwas Neues machst? Oder das erste Mal auf eine Party gehst und du kennst die Menschen nicht? Wie geht es uns? Wir sind angespannt. Wir sind aufgeregt. Und so geht es unserer Hand auch, wenn sie es nicht gewohnt ist, am Klavier zu spielen oder diesen Griff zu spielen. Und das verbessert sich tatsächlich nur durch das häufige Machen. Es wird also immer normaler, du wirst immer entspannter. Und dadurch ist diese Zusatzspannung, die auch gerne mal bis ins Handgelenk zieht und auch hier fest ist, ich mache es mal vor, sieht oft gern so aus. Das hier, siehst du das? Das kann bei dir anders aussehen. Dass das allmählich lockerer wird und dann hast du hier auch schon wieder etwas Weite gewonnen. Also diesen Griff solltest du hinkriegen. Um ihn zu üben, gerne ein paar Mal nur spielen und dann die Hand hängen lassen. Siehst du das? Spielen, hängen lassen. Hängen lassen. Und locker. Schau mal, ich lasse meine Finger los danach. Denn, jetzt kommt das Dritte, und es macht ja nichts, kurz mal eine Streckung zu machen. Doch wichtig ist, dass du möglichst schnell danach wieder loslässt. Dann kannst du diese Streckung nämlich sehr oft machen. Kannst du mal üben. So, los. So, Pause. Und Pause. Und Pause.
Und bitte schon wieder aufhören. Das ist für die Hände wahnsinnig anstrengend. Ja, nun zeige ich dir, wie die Figur zerlegt wird. Und zwar spielen wir die Außenfinger, also diese Oktave. Dann kommt der Zeigefinger. Und dann, je nach Vorliebe, die meisten Menschen, die ich kenne mit Kleinhänden, bevorzugen dann eher den dritten, weil sie ja den Daumen einfach nur wegstrecken. Während die mit großen Händen die Hand irgendwie so da liegen haben. Ich kann das gar nicht vormachen. Meine Hand ist ja nicht so groß. Dritter. Ja. Und jetzt kommt das nächste. Wir brauchen Hilfsbewegungen. Naja, oder übergeordnete Bewegungen. Das Handgelenk wippt bitte. Und zwar geht es runter und jetzt hoch bei den zweiten. Zack. Und wieder fallen. Also runter, fallen. Hoch locker, fallen. Hoch locker. Wenn die Bewegung wirklich aus dem Handgelenk kommt, ist das Tolle, dass die Betonung dieser Figur gleich stimmt. Also Betonung heißt, welche Töne ein bisschen lauter sind als die anderen. Wir wollen ja, dass es so klingt. Und das heißt, dass dieser hier lauter ist, während dieser hier leiser ist, der ein bisschen lauter und ein bisschen leiser. Ja, und mit diesen Details möchte ich dich gar nicht quälen, doch durch die geeignete Bewegung ergibt sich das eben automatisch. Jetzt kommt noch ein Hinweis. Ich habe gesagt, die Hand entspannt. Und jetzt können wir noch etwas nutzen. Wir können bei der nächsten Streckung, die ja 1-3, ich sage jetzt Streckung, weil ihr habt ja das Video angeklickt, weil das weit ist, das kann sich auch sehr weit anfühlen. Du kannst die Hand ein bisschen rüber drehen. Versuch mal herauszufinden, in welcher Position du die Finger hast und auch das Handgelenk. Du kannst auch gerne mal, schau mal, ganz verrückt, so seitlich drehen. Einfach ausprobieren, wo musst du nur das Handgelenk einfach runter bewegen oder auch den ganzen Arm vom Ellbogen aus. So, eigentlich so ein bisschen maschinell, damit die Töne gleichzeitig kommen. Also wenn du es wie bei einer gesunden Gabel haben möchtest, ist es sinnvoll, das Handgelenk ungefähr in der Mitte zu positionieren. Doch viel wichtiger ist bitte, dass du es nicht exakt nimmst und die Mitte suchst, sondern dass du rumprobierst und einfach merkst, wenn du das Handgelenk weiter rechts hast, kommt der obere oft zuerst. Wenn du es in der Mitte hast und wenn du es unten hast, das Handgelenk, also auf der tiefen Seite links, passiert sowas. Meine Methode ist es, dass du das einfach ausprobierst und gar nicht versuchst, immer nur das Richtige sozusagen zu produzieren, sondern deiner Hand die Möglichkeit gibst, all diese Varianten kennenzulernen, weil in einem anderen Stück brauchen wir genau das. Und ich möchte, dass die Bewegung von selbst kommt. Und das geht nur, indem wir der Hand wie einem Kleinkind erlauben, auszuprobieren. Und wenn die das hat, jetzt kommt das Verrückte, sobald die Mitte gefunden hat, ist es plötzlich leicht. Plötzlich ist es leicht. Bis dahin ist es nämlich anstrengend. Und wenn ich sowas sehe, dann weiß ich schon, derjenige hat diese Mitte nicht gefunden. Er spielt nicht von hier oben, sondern er spielt mit den Fingern und er hält diese fest, damit die auch gleichzeitig kommen. Das ist sehr viel anstrengender. Ja, und da das Handgelenk jetzt, wie du siehst, da es ungefähr bei der Mitte ist, weiter drüben ist, macht die Hand im Grunde auch so eine Bewegung. Das und ein bisschen rüber. Es wird ein bisschen so ein Bogen. Siehst du das? Ja, ich mache es mal ganz übertrieben vor. Und es übertrieben zu üben, kann am Anfang sehr hilfreich sein, weil es für die Hand einfach komplett komisch ist. Also ganz übertrieben üben. Runter, rauf, rüber, runter. Siehst du das? Ganz hohen Bogen. Kurze Pause. Das mit der nächsten Figur. Und jetzt kommt noch etwas, was meine Methode ausmacht. Ich bitte dich darum, deine Hand herauszufordern. Was meine ich damit? Mach's dreimal so langsam. Und dann mach gar nichts mit der Hand und versuch die Figur schnell zu spielen. Und dann merkst du, was die Hand schon kann. Also du kontrollierst es nicht und führst es nicht Schritt für Schritt zu dem Schnellen hin, sondern du merkst, was die Hand schon kann. Dreimal schnell probieren. Und musst du das korrigieren? Nein, warum? Weil du es danach ja wieder langsam und ordentlich machst.
So, warum ist dieser Wechsel wichtig? Die Bewegungen im Schnellen sind ganz anders als im Langsamen. Jedoch ist diese übertriebene Bewegung am Anfang wichtig, damit deine Hand überhaupt diese Bewegungen kennenlernt. Und wenn ich schnell spiele, sieht das vielleicht aus, als ob ich nur meine Finger bewege, doch diese Bewegungen, die ich zuvor im Großen gemacht habe, hat meine Hand so verinnerlicht, dass das im Kleinen immer noch geschieht. Und das sehen wir oft nicht. Wenn du jetzt die linke Hand so gemacht hast, geht es einfach nur darum, sie oft zu spielen. Und ganz wichtig, sobald irgendwas wehtut oder Spannung hat, mach eine Pause. Entweder die Hände einfach hängen lassen, Handgelenk entspannen, hier. Auch gerne mal so kurz halten, ja, ein bisschen behütend. Oder einfach Pause machen. Wenn du anfängst, über eine Spannung hinweg weiter zu üben oder über den Schmerz hinweg, dann übst du den Schmerz und die Spannung, die du hast, um den Schmerz zu vermeiden. Wir machen ja dann Bewegungen, um das zu kompensieren oder andere Muskelverspannungen, um das zu kompensieren. Dann übst du das mit ein. Das heißt, du bringst deine Hand bei, unter Schmerz zu spielen. Und das ist ja nicht das Ziel. Also bitte nicht überrascht sein, wenn du am Anfang sagst, ich mache das zweimal, dann reicht es mir schon. Das ist okay. Geh woanders hin, mach später nochmal. Lieber ganz oft und ganz kurze Häppchen. Das ist am Anfang oder bei neuen Sachen einfach viel effektiver. Ja, im zweiten Video werde ich dir diesen schwersten Teil zeigen. Weißt du wieso? Weil uns allen zum Ende hin die Puste eher ausgeht. Und es gibt noch einen zweiten Grund. Die Stelle, die wir als erstes machen, die wirst du am häufigsten spielen. Welche Stelle muss man öfter spielen? Na, die schwierige. Und dann ist es tatsächlich so, dass du am Schluss überrascht bist, wie leicht es ist. Also, wir fangen mit dem schwersten Teil an und wenn du Lust hast, mir zu folgen, klicke doch gern direkt auf die nächste Playlist oder abonniere auch meinen Kanal, denn ich bringe nun Stück für Stück die nächsten Videos heraus und habe auch über viele andere Themen schon Videos gemacht. Also gerne abonnieren, auch auf die Glocke drücken, dann weißt du immer, wann das nächste Video kommt. Ciao!